und die geschätzt 6000 im spärlich gefüllten Niedersachsenstadion erhofften sich ähnlich Sympathisches von ihrer Mannschaft. Erste Ecke 96, hereingebracht von Lothar Sippel. Mit der 4, das ist Roger Prinzen. Und Götzschow. Nicht genug Druck hinter diesem Ball, aber das Ganze versprach Unterhaltung. Das Team von Gerd Schädlich, seit 7 Spielen ungeschlagen, beschränkte sich auf solides Abwehrverhalten. Wenn sie aber die Möglichkeit hatten, dann wurde nicht lange gefackelt, wie hier beim Schuss von Bernd Tippold. Ralf Sievers mit Problemen, zum 198. Mal stand er heute im 96-Tor und wäre hier fast von einem Treffer der Kategorie haltbar überrascht worden. Das Niveau des Spiels ansonsten, wie hier, erbärmlich. Und kurz vor der Pause, als viele schon aufhören, aufhören skandierten, plötzlich die Riesenmöglichkeit für Götzschow. Passend zum Spielniveau der Ausgang auch dieser Situation. Die Aufhören-Aufhören-Rufe immer lauter. Zum Glück folgte gleich darauf die Szene, die noch für den größten Beifall im Stadion sorgte. Der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Volker Wetzel. Nach dem Seitenwechsel die Gäste etwas offener. Nicht mehr nur auf Abwehr bedacht. Hannover dadurch mit mehr Platz. Und den nutzten sie. Marco Dehne, der Amateur. Und Sippel. Das alte Lied. In Punktspielen trifft der Ex-Dortmunder einfach das Tor nicht. Erst ein Treffer in 10 Spielen. Auffällig bei Hannover heute Nachmittag vor allem der Amateur Marco Dehne. Hier mit seiner größten Szene. Aber Hoffmeister mit seiner besten Tat. Bezeichnend allerdings, dass ein Amateur heute zu Hannovers Besten zählte. Zwickau spielte hier in Hannover äußerst geschickt, ließ den Tabellen 16. kommen und wartete geduldig auf Konterchancen. Wie hier. Nach mehr als einer Stunde Zwickau zum zweiten Mal überhaupt mit mehreren Spielern in der Hälfte der Gastgeber. Ungehindert im Passspiel. Ralf Schneider. Und es stand 0:1. Ein herrlicher Angriff, ein ebenso herrlicher Treffer. Der Aufsteiger auf dem besten Wege, auch im 8. Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Den 96ern dagegen lief die Zeit davon. 10 Minuten blieben den Gastgebern noch, um nicht ganz ans Tabellenende zu rutschen. Dann Lothar Sippel, zweiter Versuch. Und da war er. Der Ausgleich in der 80. Minute, ausgerechnet durch Lothar Sippel, der schon gedacht hatte, er würde keinen Möbelwagen mehr treffen. Wermutstropfen zum Schluss, der Torschütze musste vorzeitig vom Platz. Erneut wegen Meckerns. Freude am Ende also nur bei den Fans von Zwickau. Hannover weiter im Keller, ab Montag dann mit neuem Coach. Und dann stehe ich wieder in der Halle. Ja.